Servus zusammen, ich bin der Gagelfing und ich melde mich jetzt mal wieder zurück bei euch nach einer längeren kreativen Schaffenspause. Wobei, besonders kreativ war sie eigentlich nicht. Vielleicht mache ich mal so ein bisschen ein persönliches Video darüber, was mich jetzt so die letzten Monate beschäftigt hat. Ich sage nur, viel Arbeit und Finanzamt und Co. Somit war jetzt nicht wirklich Raum da, dass ich mich einfach mal mit meinem wunderbaren Hobby, dem Radeln und auch dem Verfilmen davon beschäftige. Aber jetzt ist Winter, jetzt ist zwar nicht mehr ganz so krass mit Radeln, aber dafür sollte es dann doch mal ein bisschen ruhiger werden und dann sollte ich wieder zu ein bisschen was kommen. So viel dazu, wieso ich jetzt eigentlich hier ein Video mache, ist, um zum einen mal wieder sozusagen das Eis zu brechen und einfach mal wieder ins Video machen reinzukommen. Und zum anderen habe ich bemerkt, dass jetzt schon wieder diese komische Black Friday, Black Week, was auch immer ist. Und dafür kann man ja davon halten, was man mag. Diese Rabattschlacht von Sachen, dass man sich Sachen kauft, die man vielleicht eigentlich gar nicht braucht, einfach nur, weil sie rabattiert sind. Das sind ja so die gängigen Geschichten, die man an dieser Black Week da kritisieren kann. Und da bin ich auch dabei. Deshalb bin ich eher dafür, dass man sich womöglich in dieser Black Week oder an diesem Black Friday halt dann Sachen anschafft, die man sich vielleicht sowieso vorgenommen hat und auf die man halt einfach gewartet hat, bis diese Rabattwoche kommt. Ich denke, das ist ja dann in Ordnung. Und wenn es dann noch Sachen sind, die nachhaltig sind, die länger halten, die etabliert, die halt wirklich Hand und Fuß haben, dann ist es ja eigentlich eine schöne Geschichte. Und da ich mittlerweile mich Gott sei Dank beim Fahrradfahren nicht mehr um so viele Kleinigkeiten kümmern muss, ob jetzt das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, sondern ich weiß halt einfach, was ich für Sachen habe und ich weiß, dass diese Dinge funktionieren, habe ich mir gedacht, besser spät als nie, einen Tag vor diesem komischen Black Friday, wahrscheinlich schon viel zu spät, aber mache ich einfach mal ein kurzes Video mit ganz einigen Sachen von meinen Partnern oder zumindest Unternehmen, die ich schon seit langer Zeit bei mir beim Radeln mit dabei habe, die mich unterstützen oder deren Produkte ich einfach überzeugt bin. Und lasse ich da ganz kurz teilhaben. Ich spreche ganz kurz über das Unternehmen, die Firma oder die Produkte und blende euch dann den Shop kurz ein. Dann seht ihr dann auch, ob die bei Black Friday mitmachen oder nicht mitmachen oder ob da generell irgendeine Rabattaktion da ist. Und die Links zu den Shops, das sind dann natürlich, ist ja klar, dass das jetzt Werbung ist hier, sind natürlich Affiliate-Links zum Teil, wo ich dann also am Umsatz beteiligt werde, falls ihr dort was kaufen solltet. Und es kostet euch dann natürlich nichts mehr und manchmal sind es dann sogar irgendwelche Rabatt-Links oder irgendwie Codes, die ich habe, wo so 10% Rabatt oder so dabei sind. Genau, also jetzt hat eine kurze Auflistung von diesen Unternehmen, die jetzt hat, die ich schon seit Jahren nutze für mich beim Radeln und die bei dieser Black Week mitmachen oder die einfach generell erwähnenswert sind, meiner Meinung nach. Ja, richtig cool wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt hier eine Sonnenbrille auf hätte. Dann hätte ich euch gleich auf Sun God, We Are Sun God, quasi stoßen können. Sind wirklich coole Teile. Ich habe auch eine Laufsonnenbrille von denen, die ist so leicht, dass sie halt überhaupt nicht hin und her wackelt, was natürlich sehr angenehm ist. Und zum Radeln ist natürlich wirklich toll, kann die Gläser wechseln, ist irgendwie recycelt und so weiter und so fort. Sigre, die schwedische Radbekleidungsmarke, die ich für mich ausgewählt habe, weil ich keinen Bock habe auf Warmduscherkleidung, beziehungsweise, eigentlich ist es die Warmduscher, also die Sonntagsradlerkleidung, die ist schon cool und schön und hip und sieht alles fancy aus, aber ich muss halt, ich möchte gerne Kleidung haben, die mich auch im Winter oder bei widrigen Umständen irgendwie irgendwo über die Alpen drüber bringt. Und was ich halt auch irgendwie ganz gerne hätte, ich hatte jahrelang quasi nur Stückwerk von der Marke, was hier, von der da, aber irgendwie so ein Gesamtkomplettpaket habe ich mir immer gewünscht und das habe ich durch Sigre bekommen. Sigre ist wirklich eine qualitativ hochwertige Marke aus Schweden und die machen bei dieser Black Week auch mit. Ab 18.11. gibt es da Rabattaktionen und
ich weiß noch nicht ganz genau, wie viele Rabatte das sind, aber zum Beispiel habe ich meine Lieblingsjacke von denen, meine schwarze reflektierende, hardcore-geile reflektierende Wind- und so halb Regenjacke, die ist reduziert irgendwie von 250 auf 78 Euro. Das finde ich jetzt natürlich schon krass. Also das nur als Beispiel. Ihr seht es jetzt da hier im Bildschirm, was da sonst noch so geben wird. 18.11. rentiert sich da mal reinzuschauen, wenn man neue Kleidung braucht, vielleicht auch für den Winter. Redshift. Ich schätze die Jungs, die sind aus Kalifornien, schätze ich sehr für ihre Innovationsfreude und für ihre wahnsinnig haltbaren Produkte. Ich habe zum Beispiel meine Sattelstütze, die man von hinten nach vorne oben stellen kann, einfach nur während der Fahrt, die einen sozusagen in diese Triathlon-Position reinbringt, oder auch die Aerobars, die man halt an seinen Lenker dran macht und einfach wegnehmen kann innerhalb von einer Sekunde, weil die Halterung quasi dran bleibt. Genauso wie der gedämpfte Vorbau, der so leicht vibrieren kann und einem so Vibrationen rausnimmt, was, glaube ich, bei Langstrecken schon sinnvoll ist, dass man möglichst wenig Belastung hat. Allein diese Innovationsfreude und auch die Qualität dahinter ist sowas von geil. Ich habe diese Sattelstütze zum Beispiel, da habe ich eine seit 2017, glaube ich, ist es. Das ist 2017, das sind jetzt seit 6 Jahren und viele, viele tausend Kilometer, immer mit Gepäck, die Arschrakete hinten dran und so weiter und so fort. Genauso die Dämpfer und so an meinem Open ist es dran. An jedem Fahrrad, wo ich keine diamantförmige Sattelstütze habe, beziehungsweise einen normalen Lenker habe, also normal rund, habe ich diese Sachen von Redshift dran. Und es ist einfach total genial. Und wenn ihr bei Redshift einkauft, die haben auch jetzt zur Black Week, haben die Rabattaktionen, dann könnt ihr, wenn ihr meinen Link benutzt und dann den Code Gagelfing eingibt, so wie man mich schreibt, dann müsste es nochmal 15% obendrauf geben. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, ob das auch mit kombinierbar ist mit den Rabattaktionen. Aber müsstet ihr natürlich auf Redshift direkt kaufen. Das ist ein Unternehmen aus den USA, aber die versenden aus Europa. Also zumindest, das ist schon mal nicht schlecht. Und also nicht nur ich fahre Redshift, sondern wie ich beim Community Ride gesehen habe, fahren sehr viele Leute mittlerweile Redshift und haben das alle von mir und mein Dad, alle möglichen. Und alle sind höchst zufrieden damit. In dem ein oder anderen Video von mir habt ihr sehr hochprofilige Laufräder gesehen. Die sind von Newman Components. Newman Components ist ein Allgäuer Unternehmen, mega cool. Und auf die gestoßen bin ich, weil ich händeringend gesucht habe nach Laufrädern, die leise sind, die nicht so einen Lärm machen. Ich mag durch die Nacht, mag ich zu durchfliegen, ohne irgendwie Spuren zu hinterlassen, ohne irgendwas aufzuschrecken, ohne irgendwen zu nerven. Ich möchte durch eine Stadt schieben können, wo ich so hingeradelt bin, möchte ich durchschieben, ohne dass der Leerlauf so dermaßen laut ist, dass es alle verstört und mir fast schon peinlich ist. Ich weiß, es ist meine Meinung, nicht alle mögen leise Leerläufe, aber deshalb bin ich auf die gekommen. Und die haben so einen wunderbaren Silent Hub, sodass das Laufrad wirklich mucksmäuschenstill ist. Und die Laufräder, also Vollcarbon, schauen aus, es ist gigantisch. Mittlerweile, die rüsten ja mittlerweile, haben die eine Partnerschaft mit Cube und rüsten auch ein Tour de France Team aus. Und also das ist wirklich qualitativ absolut hochwertigst und Besseres hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe einen Laufradsatz von denen und dieses fahre ich auf meinem schwarzen Giant und auf meinem Open. Ich kann es ja wechseln, Gott sei Dank, und bin absolut zufrieden damit und top zufrieden. Ob sie eine Rabattaktion machen, kann ich jetzt nicht genau sagen, habe ich jetzt nicht rausgefunden, ich glaube nicht, aber es rentiert sich da trotzdem reinzuschauen und sich einfach mal die Laufräder anzuschauen. Ich habe übrigens vorne R65, also 65 mm und hinten R80, und ja, der Seitenwind könnte manchmal ein bisschen dagegen drücken, aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich bin sowieso wie ein LKW von der Seite, weil meine ganzen Satteltaschen und dann ich mit 1,91, okay, ich bin nur noch 1,90, glaube ich, das ist dann schon fast wurscht, ob dein Laufrad jetzt dann auch noch ein bisschen höher ist. Dafür, du fliegst, es ist traumhaft. Cycle Light. Radeln leicht, leichtes Radeln, ja, das ist doch das, was wir uns alle vorstellen, was wir alle gerne hätten. Und dieses hat sich die Firma Cyclight in der Nähe vom Chiemsee auf die Fahnen geschrieben. Und zwar produzieren die keine leichten Fahrräder. Ihr
wisst mittlerweile wahrscheinlich alle, was die produzieren von meinem Fahrrad, genauso aber auch von vielen anderen, die das mittlerweile nutzen, und es werden immer mehr, nicht umsonst, weil es ist eine gigantische Qualität, was die da herstellen, die Jungs von Cyclide, ein ganz ein kleines Unternehmen, Startup möchte ich nicht sagen, weil die beiden sind super erfahren, was ihren Job angeht, aber doch ein noch kleines Unternehmen. Sie produzieren Bikepacking-Taschen und zwar Nonplusultra. Unfassbar leicht mit Materialien, die ich so noch nie gesehen habe. Ich habe davor halt schon viele Bikepacking-Taschen ausprobiert und die waren auch alle toll und wunderbar. Ich habe da nie irgendwie schlechte Erfahrungen machen müssen mit irgendwelchen Taschen, die ich mir gekauft habe, Gott sei Dank. Aber das, was jetzt Cyclide mir bietet, ist natürlich schon krass. Das ist dieses Gesamtpaket. Sowohl ästhetisch, was ich wahnsinnig ansprechend finde, also einfach der Style, damit kannst du, da fühlt man sich gleich noch mal ein bisschen Stylo-Milo-a, als man es eh schon ist oder auch nicht. Auf jeden Fall, diese Taschen sind unglaublich leicht. Sie sind genial von der Qualität her, unfassbar fest und ja, Heavy Duty, sage ich jetzt mal, obwohl Heavy ja nicht stimmt. Perfekt durchdacht von Radlern für Radler und vor allem innovationsfreudig, was ich ganz toll finde. Da werden immer neue Taschen released. Wir haben halt am Anfang ein ganz enges Produktsortiment nur angeboten. Ist ja logisch am Anfang und geschaut, wie das so ankommt. Und es ist richtig geil angekommen. Es ist bombastisch angekommen. Übrigens eine witzige Story, wie ich auf Cyclide gekommen bin. Nicht, weil ich die irgendwo gesehen habe und mir das dann sofort gekauft habe, sondern ein Schulspätzl von mir, der ist ein Spätzl von denen. Und der hat mir, als es Cyclide noch gar nicht gab, gesagt, oh, da kommt was. Da habe ich gemeint, oh, ich habe da halt schon meine Ansprüche, was so Taschen angeht. Geht. Und dann hat er gemeint, ganz genau, das meint er ja, da kommt was. Da kommt was richtig Krasses. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist wirklich genial, was ich da an meinem Radl dran habe. Und ich freue mich auch auf weitere neue Taschen. Machen die mit bei der Black Week? Nein, machen sie nicht mit. Aber schaut einfach mal rein, was die so tun, was die so herstellen und wie das Konzept so von denen ist. Lest euch mal ein bisschen ein. Falls ihr Taschen braucht, dann könnt ihr euch ja vielleicht das zu Weihnachten schenken oder weiß ich nicht was. Ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Rentiert sich. Dann, noch nicht allzu lange, aber jetzt dann doch schon seit 1,5 oder 2 Jahren, konsumiere ich meine Alltagsdroge, nämlich Kaffee, primär von einer Firma, Barista Royal heißt sie, eine kleine Kaffeerösterei, die wirklich tolle Kaffees produziert. Ich habe schon ein bisschen Schiss immer, dass das eher so ein bisschen Perlen vor die Säue ist bei mir, weil ich kipp mir halt schon auch manchmal so vom Kaffeevollautomaten in der Arbeit einfach ein paar Tassen hinter die Binde, einfach nur um Kaffee zu trinken. Das ist also dann nicht so der Mega-Genuss und da würde ich die jetzt auch nicht hernehmen dafür, sondern für mich ist das was Besonderes, wenn ich dann halt ab und an mal wirklich gute Kaffees trinke, und das bietet Barista Royale auf jeden Fall. Die haben richtig feine und ganz viele verschiedene Kaffeesorten. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe das Glück, dass ich so einen kleinen Siebträger habe. Übrigens auch schon seit 10 Jahren, funktioniert wunderbar, von De'Longhi. Und da kann ich halt einfach auch ein bisschen qualitativ hochwertigere Kaffees dann auch zubereiten. Und ja, macht richtig Spaß. Ja, die haben nicht nur Kaffee, sondern auch Tee, ganz viele verschiedene Sorten und auch so lustige Adventskalender, wo du halt dann jeden Tag eine neue Packung Tee bekommst. Kann man mal ausprobieren. Da bekommt man, weil wenn man immer nur eine Zitronenmelisse und einen Kamillentee trinkt, dann weiß man natürlich nicht, was für eine Teewelt es die Welt noch so zu bieten hat. Und ja, außerdem bieten sie auch noch so einen Kaffeelikör und alle möglichen Sachen an. Und ich muss sagen, dieser Kaffeelikör, der ist geisteskrank gut. Fast zum Schluss jetzt noch der Hinweis auf meinen eigenen Merch. Ja, ich bin Großproduzent. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin Produzent bzw. Bin ich Partner eines Merchandise-Unternehmens, die dann sozusagen on demand, wenn ihr sagt, ihr hättet gerne eine Tasse mit meinem Logo drauf, dann produzieren die das für euch und schicken das euch zu. Das habe ich jetzt seit, glaube, Anfang des Jahres, habe jetzt das noch nicht groß zeigen können in irgendwelchen Videos oder so, weil ich eben ja keine gemacht habe, aber
Ja, das ist natürlich richtig cool und vielleicht auch ein cooles Geschenk, einfach so eine Tasse mit diesem Logo hier zum Beispiel oder ein T-Shirt, wo irgendwie der Gardasee drauf ist oder weiß ich nicht was. Also ich habe ein bisschen was im Sortiment, auch durchaus schon eine Sache, die nichts mit Fahrradfahren zu tun hat, sondern mit meinem anderen Hobby, dem Pflanzenhorten. Schaut euch das einfach mal an. Vielleicht bockt euch das ja, so eine Tasse oder so zu kaufen. Oder ein Pulli oder ein T-Shirt oder was auch immer, ein Turnbeutel oder ja, halt hier so ein Ding. Dann würde ich mich da natürlich sehr drüber freuen. Und beim nächsten Community Ride sind dann hoffentlich ein paar Logos von mir mehr zu sehen. Gibt auch Sticker und so ein Quatsch. Gell? Quatsch ist natürlich kein Quatsch, ist super cool. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe und auch machen werde in Zukunft, immer wenn es so gemeinsame Aktionen gibt, wie zum Beispiel den Community Ride, den es im April gab, wo ich das Video immer noch nicht fertig machen konnte. Aber im April gab es ja einen Community Ride, da waren wir zu 30. Zimmer über die Alpen drüber und da gab es halt ein ganz speziellen Merch dafür, sozusagen mit unserem Startbild drauf auf den Tassen und so. Und sowas wird es in Zukunft öfter mal geben, dass ich neue Designs hochlade und ich spiele mich halt auch ein bisschen, keine Ahnung, ein Bild vom Gardasee oder so, vielleicht mal auf dem Pulli drauf, irgendwie so in die Richtung. Einfach Sachen, die mich mit Fahrradfahren verbinden. Da gibt es auch noch einen Rabatt und zwar jetzt aber glaube ich nur noch 4 Tage, habt ihr 20% auf alles. Und aber da kommen immer mal wieder so kleinere Rabattaktionen. Mitte Dezember, glaube ich, kommt auch noch mal was. Oder Anfang Dezember, genau. Und ja, genau. Also schaut einfach mal rein, da würde ich mich natürlich ganz extrem drüber freuen. Ja, jetzt bin ich am Schluss angelangt. Jetzt bleibt mir nur noch der Hinweis auf Enduko und auf Pacama. Pacama und Enduko, was ist das? Hat was mit Sport zu tun. Und ich bin der Meinung, so wie ich das halt bisher mache, dass ich quasi gar keinen Sport mache, außer ab und an mal laufen gehen und alle 2 Monate mit dem Fahrrad irgendwie über die Berge fahre. Ob das so lang so gut geht, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es mir schadet, wenn ich einfach ein bisschen mehr Sport mache. Und damit meine ich auch Krafttraining. Krafttraining, ich habe natürlich gar keinen Bock, in ein Fitnessstudio zu gehen, weil ich weiß, dass ich im Sommer niemals mich in eine stickige Muckibude reinstellen werde. Und auch so dieser Weg dahin und Geld zahlen und keine Ahnung. Und dann stehst du da und musst warten und dann magst du eigentlich ein Zirkeltraining machen oder sowas. Und dann sind die Geräte voll, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also habe ich geschaut, was es so gibt. Und dann bin ich auf Pacama gestoßen. Und die bieten so einen Rucksack an. In diesem Rucksack sind so SZ-Hantelstangen, alles Mögliche drin, was man halt so kennt, vom Pumpen auch. Auch mit Matte, mit irgendwelchen Faszienrollen, mit allem Möglichen. Und diese SZ-Hantelstange und auch all die anderen Geräte werden quasi nicht durch Gewichte irgendwie in ihrer Trainingsintensität gesteigert, sondern durch Bänder. Und diese Bänder haben halt verschiedene Durchmesser und verschiedene Gewichtsangaben drauf und simulieren dann quasi, als hättest du eine SZ-Stange mit Gewichten dran. Und so kannst du halt einfach wunderbar daheim oder im Park oder sonst wo zum, in Anführungsstrichen, Pumpen gehen oder auch einfach nur ein bisschen deine Muskeln ein bisschen stärken. Man muss ja nicht ausschauen wie so ein Hulk, will ich auch nicht. Aber genau, also finde ich eine coole Geschichte. Ich habe diese Tasche jetzt schon seit einem Jahr und ich habe sie mal ein bisschen benutzt. Es gibt auch so Trainingsvideos, die sind wirklich hart. Also zum Teil kommt man da echt an seine Grenzen, wenn man das einfach so mitmacht, was einem diese Trainer da so sagen, was man tun soll. So Full Body Workout und so weiter und so fort. Aber ich habe es dann doch irgendwie mal wieder aufgehört. Aber jetzt, ich will wieder anfangen damit, weil ich halt einfach weiß, dass man wird halt auch älter und Krafttraining ist durchaus was fürs Alter schon auch mal wichtig ist, dass man einfach widerstandsfähig bleibt. Immer nur Ausdauer ist vielleicht nicht ganz so das Wahre. Ja, ich bin übrigens 36 Jahre alt geworden am Montag, am 13.11. 36 Jahre, jetzt bin ich bald 40. Gibt es noch Enduko? Ich habe mich bisher mit dem Hochladen zurückgehalten, weil ich euch nicht belästigen wollte mit jeden Tag irgendwie eine Story. Aber ich trainiere mittlerweile Laufen. Laufen trainiere ich mittlerweile, weil ich irgendwann einfach Bock hätte auf so einen 100-Kilometer-Lauf oder München-Meran-Laufen. Und da habe ich einfach ja, wahnsinnig Bock drauf und ich weiß, dass anders als beim Fahrradfahren, beim Laufen die Gelenke massiv beansprucht werden. Und wenn ich also nicht trainiere,
Also wenn ich nicht meine Muskeln und meine ganzen Gelenke und die Sehnen darauf trainiere, dass ich mal mehrere Tage am Stück sozusagen laufe oder viele Stunden hintereinander laufe, dann werde ich mich definitiv verletzen und dann ausfallen und dann habe ich gar keinen Spaß mehr dran. Das heißt, ich trainiere mittlerweile das Laufen und das Training ist für mich eigentlich die Zielrichtung eher, dass ich möglichst regelmäßig laufen gehe. Mir geht es gar nicht so sehr um die Einheiten und dass ich besonders schnell werde oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass ich regelmäßig laufen gehe. Und da bietet Enduko, also die bieten auch für den total ambitionierten Läufer eine mega Geschichte, aber halt auch für mich, denn es ist so ein KI-gestütztes Trainingsplanungstool, wo quasi die App anhand von diversen Leistungsdaten, die du manuell eingeben kannst oder durch so Leistungstests generieren kannst, bewertet diese App sozusagen deinen Leistungsstand. Dann sagst du, wie oft du trainieren kannst, wie viel du trainieren kannst, auf was du hintrainierst, und dann generiert der einen Trainingsplan. So weit, so gut. Das gibt es natürlich jetzt bei vielen Anbietern, aber das Coole ist, du kannst deine Trainings ein bisschen hin und her schieben. Wenn du jetzt heute zum Beispiel nicht kannst oder es schneit oder blizzard, keine Ahnung was, und du kannst deinen 2-Stunden-Lauf nicht machen, dann schiebst du den einfach auf morgen und dann passt sich der Trainingsplan in der Folge an. Oder du bist krank, dann bist du halt einfach für eine Woche krank und der Trainingsplan passt sich dem an. Und das finde ich ist was richtig Tolles. Oder du bist im Urlaub oder sonst irgendwas. Das ist für mich das Wichtige gewesen, diese Flexibilität und trotzdem immer so dieser Push, hey, du musst heute noch laufen gehen. Und das mache ich jetzt auch wieder seit 2-3 Wochen. Ich habe nämlich schon vor ein paar Monaten mal angefangen damit, oder vor 2 Monaten meine ich, und habe das auch schon ein paar Wochen durchgezogen und es war auch echt anspruchsvoll. Ich habe kaum einen Tag, wo ich keinen Muskelkater hatte und hat richtig viel Spaß gemacht. Dann kam Corona und noch so ein paar andere Geschichten, weshalb ich dann halt wieder nicht mehr trainieren konnte und jetzt fange ich quasi wieder an. Und das habe ich vor 2 Wochen gemacht und jetzt habe ich aber auch ein bisschen einen chilligeren Plan gewählt, so einfach, dass ich 3 oder 4 Mal in der Woche zum Laufen gehe. Und ist richtig cool. Kann ich euch dahingehend tatsächlich empfehlen. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende durchgemacht. Und ob ich jetzt halt beim Trainingsplan bleibe, weil eigentlich bin ich ja so einer, der nicht gerne Pläne hat und vor allem nicht gerne trainieren geht. Aber ich glaube, beim Laufen geht es halt jetzt einfach nicht anders, wenn ich mal sowas machen mag wie nach Meran joggen. Genau, das war es jetzt. Ich hoffe, dass dieser Überblick über, meine ich, lohnenswerte Anschaffungen für euch, solltet ihr Bedarf haben, hilfreich war. Und kauft euch nicht so viel Scheiß, sondern kauft euch eher was Gescheites. Und dann schließe ich damit, hätte ich gesagt. Und wie gesagt, es wird demnächst auch mal wieder irgendwie ein Video von mir geben. Es war jetzt einfach die letzte Zeit. Ja, war einfach nicht so im Kopf, nicht so die Kapazität da, um irgendwie was zu machen, was ich natürlich sehr schade finde. Insbesondere der Community Ride liegt mir da wahnsinnig am Herzen. Da möchte ich auch wieder einen machen. Nächstes Jahr, da freue ich mich auch schon drauf, aber jetzt erst einmal schauen, dass man alles wieder geregelt bekommt und in geordnete Bahnen alles verläuft, und dann kann man über solche Sachen nachdenken. 40.